Was geht, Börnische Nation? Mein Name lautet Danny Börnisch. Willkommen zu einem neuen Part hier in Black Ops 2 in einem erneuten Road to Commander. Verdammt, ist das hart ohne Rotpunktvisier. Ich meine, es ist jetzt nicht der größte Nachteil. Aber, ja. Man, selbst wenn das Rotpunktvisier weg ist, irgendwie merkt man sich einfach, wo das Rotpunktvisier war, finde ich. Ah, da, okay, der hat mein Teammate geholt von hinten. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, mein Gott. Nein, es laggt ein bisschen. Obwohl ich 4 Stiche habe, es laggt ein bisschen. Was ich sagen wollte. Und zwar habe ich jetzt einfach weitergespielt hier. Wir wollen hier auch weiterkommen und so weiter und so fort. Ich kill, es laggt. Ich kill ihn, es laggt zu sehr. Oh, es ist sowieso zu Ende. Okay, perfekt. Es hat ein bisschen geleckt, ein bisschen stark geleckt, muss ich sagen. Und wir sind im Moment Level 51. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern wird, bis wir, ja, Level 55 erreichen. Ich dachte, es wird noch ein, zwei Parts dauern. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es dauert halt eine Weile, bis man Level 52 erreicht. Und Level 53, es dauert ja immer länger. Je mehr Level man aufsteigt, desto länger dauert es auch, bis man das nächste Level aufsteigt. Zum nächsten Level aufsteigt, solche schwer. Moment mal, ja genau. So viel fehlt. Oh mein Gott, haben wir gerade wenig bekommen. Verdient 549 und nächste Stufe ab 8000. Ja, es scheint so, als würde es noch ziemlich, ziemlich lange dauern sogar. Anscheinend dauert das Road to Commander doch noch ziemlich, ziemlich lange. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Hm. Was soll ich dazu sagen? Es dauert schon ziemlich lange. Krass, Alter. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir haben 500 EP durch dieses kurze Spiel bekommen, was nicht viel ist. Aber wir bekommen ungefähr 4000 EP. Schätze ich mal, Erfahrungspunkte. Durch jedes Spiel, was wir komplett beenden. Und 8600 EP für dieses kleine Stückchen dort. Was uns noch fehlt. Heftig, Alter. Hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Hätte ich nicht erwartet. Sorry. Gut, weiter geht's auf Cargo. Hafen von Singapur. Hafen. Ich mag Häfen. Ja auch? Alles klar. Road zum Burnage. Alter, ich werde dieses Black Ops 2 Road to Commander. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Road to Commander so lange dauert. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde noch ein Video machen. Das Problem ist nur, ich kann leider keine Commentaries machen, weil... Ich würde ernsthaft gerne Commentaries machen, aber ich habe keine Gameplays. Ich meine, ich nehme alles im Road to Commander auf. In Ghosts kann ich keine Gameplays spielen. Da ist mir alles zu random. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber... Ich kann schon Gameplays... Oh, fast runtergefallen. Ich kann schon Gameplays spielen. So ist es ja nicht, ne? Aber... Ach, ich weiß nicht. Mittlerweile... spiele ich das Spiel meistens nur mit euch so... Ich überlege mir auch Gast-Gameplays zu nehmen. Ja, ich bin am überlegen, Gast-Gameplays zu nehmen. Das, was ich eigentlich nicht nehmen wollte. Ich glaube, der kommt von hier gerade. Ein paar Leute müssen von hier kommen. Müssen. Also wenn nicht, dann wundert es mich richtig. Ernsthaft gar nicht? Doch. Drohne erwartet Befehle. Darum ist keiner anscheinend. Viele haben auf. Ne, haben keiner. Die sind alle da hinten. What the fuck? Verstehe ich irgendwie gar nicht, gerade gar nicht, was er da oben macht. Also, ist es nicht das Problem, Gameplays zu erspielen, ist eigentlich nicht so das Problem. Aber man muss sich schon länger hinsetzen. Und es fällt mir wirklich auch schwer zeitlich so, wirklich richtig geile Gameplays für euch zu erspielen. Was ich ziemlich schade finde, um ehrlich zu sein. Lol. Ich hab keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, was die da machen? Keine Ahnung, wieso die da in der Ecke hocken, diese Missgeburten. Ich weiß gar nicht, wo die gerade sind, die ganzen Gegner. Oh mein Gott. Der Typ kommt von da, Dulli. Ich warte kurz, weil ich kurz vom Orbi bin. Ah,
Also das kann ja nicht wahr sein, ne? Das ist ja echt deprimierend gerade. Extrem, extrem. Ich habe mich gerade so konzentriert, weil ich unbedingt... Ja, genau. Bekommen wollte. Mach ich auch mal, wenn ich kurz vorm Sterben bin. Hüpfe ich auch mal so rum wie eine Missgeburt. Michael! Dieses Spiel ist wenigstens ein bisschen actionreicher, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, verdammt. Oh, wow, Alter. Das war cool. Sah cool aus, finde ich, oder? Wie fandet ihr das? Aber wenn er mich nicht gekillt hätte, wäre das schon peinlich, der Missgeburt, Alter. Sorry, dass ich immer Leute beleidige. Das will ich eigentlich gar nicht tun, weil Beleidigung keine gute Sache ist. Also Beleidigen ist nicht schön. Wie ihr mich mal beleidigt, dass ich fett geworden bin. Ernsthaft, Leute, ich bin der Mensch, der gegen Fettheit spricht. Und das meine ich wirklich, wirklich ernst. Weil, ich weiß nicht, es ist einfach so ein... Ich habe ein bisschen zugenommen, ne? Und, ich meine, ich weiß nicht. Ich finde einfach Sport, ich bin jetzt nicht so der Typ, der so lebt wie ein Bodybuilder. Aber ich finde Sport zum Beispiel schon sehr, sehr wichtig. Ich wusste, dass er runterspringt, der Loser. Die kommen jetzt hier hoch. Wir machen kurz eine gesamte Granate dahin. Um die Leute ein bisschen zu stunnen. Wow, ich wurde... Oh mein Gott, diese Schockladung. Ey, ohne Scheiß, manchmal denke ich mir, ich nehme einfach einen Perk gegen diese Scheiße. Einfach einen Perk gegen diese Scheiße nehmen und gut ist, Alter. Jesus, diese Waffe ist OP. Man ist einfach so präzise mit der, die ist im Nahkampf relativ gut. Ich meine, ich glaube, das liegt daran, weil ich damals in MW2 mal so oft mit der Farmers gespielt habe. Kann es sein, dass es sich so ein bisschen bei mir eingebürgert hat, ne? Hab wirklich immer nur mit der Farmers und mit der OP. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert, habe ich so das Gefühl, ein bisschen. Schade, ich habe ihm sogar noch einen Hitmarker gegeben, Leute. Sogar noch einen Hitmarker. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr stolz auf mich und bin so glücklich in dem Moment. Ja, definitiv. Darum. Oh. Also das, da habe ich es wirklich verdient zu sterben, weil ich hätte ihn viel schneller töten müssen. Viel, viel schneller. Viel, 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 viel schneller. Mich nervt es immer noch, dass ich kurz vorm Orbi gestorben bin. Aber das ist gar nicht so schlimm. In diesem Falle zumindest nicht. War mein Team. Was zum Teufel? Jetzt mal ehrlich. Was ist das? Was ist das? So überpowered. Unfair, Alter. So eine scheiß Glückssache. Mit diesem scheiß Snipen. Es ist nicht so schlimm, dass ich mein Obi nicht bekommen habe. Ja, einfach aus der Tatsache heraus, dass mein Team so oder so am Gewinnen ist. Und wenn wir verlieren würden, dann würde ich mich extrem drüber aufregen, dass ich kein Obi erreicht habe. Oh mein Gott, ich krieg den nicht mal tot. Na gut, wir haben das Spiel beendet. 75 zu 44, meine Freunde. 74 zu 45. Mein Team hat relativ gut gespielt, denke ich einfach. Und wir haben gewonnen. Ich überlege noch, soll ich für das nächste Spiel nochmal Team Deathmatch spielen? Team Deathmatch ist immer so praktisch, muss ich sagen, weil man immer sofort eine Lobby findet. Und es ist einfach alles bestens. Ich würde mal gerne wieder ein Orbital erreichen, Mann. Ich weiß nicht wieso, Alter. Ich sterbe immer kurz davor. Im letzten Part habe ich ein Orbital in Frei für alle erreicht, aber das bringt dann nichts, weil die alle lieben. Alle lieben. Oh, Standoff, geil. Ich liebe Standoff. Echt eine geile Map. Echt eine richtig geile Map. Ich überlege mir übrigens, welche Waffe ich nehme. Ich kann ja mal gerne die SKH nehmen. Und nein, ich bin kein Fan von dieser Waffe. Gar nicht der Fan von dieser Waffe. Aber ich nehme sie trotzdem. Weil, ja, einfach so. Hat keinen Grund. Ich persönlich weiß nicht. Also viele Leute feiern die SKH ab. Deutsch ist auf jeden Fall sehr schwer. Deutsch ist die schwerste Sprache ever. Aber ich glaube, Deutsch ist sogar eine der schwersten Sprachen der Welt, glaube ich sogar. Ich finde Spanisch übel geil. Ich will unbedingt Spanisch lernen. Würde mir sehr, sehr gut gefallen, wenn ich Spanisch lernen würde. Was ist eure Muttersprache? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Meine ist Polnisch. Und mein Vater ist Italiener. Der wohnt übrigens in Österreich. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute denken, ich bin Österreicher. Die Leute wussten nicht, dass mein Vater in Österreich lebt. Und mir wurde gesagt, dass ich anscheinend kein Italienisch lernen wollte als kleines Kind.
Und als mir das gesagt wurde, habe ich mich extrem drüber aufgeregt, weil ich wollte Italienisch können zu der Zeit. Ich wollte auch wahrer Italiener sein. Aber nun mal konnte ich Polnisch besser und kann Polnisch immer noch. Aber ich muss sagen, nach einer Zeit vergisst man es einfach, weil... Ich weiß nicht, man... Zum Beispiel, wenn ich mich mal mit meiner Mutter auf Polnisch unterhalte, dann ist es quasi keine polnische Unterhaltung. Sie redet auf Polnisch und ich rede auf Deutsch. Und mittlerweile rede ich wirklich nur noch sehr wenig auf Polnisch. Ich denke, ich werde es auch ein bisschen mehr reden müssen, weil so eine Sprache zu verlernen, ist schon ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ist jetzt nicht die allerbeste Idee, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Da hinten. Oh wow, ich wusste, dass ich hier sterbe. Ich versuche es immer wieder, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich dort sterben werde. Ich weiß es ganz, ganz genau. Wir haben die Kontrolle übernommen. Mir kommt es übrigens so vor, als wäre ich so langsam mit der Waffe. Kann das sein, dass ich richtig langsam mit der Waffe bin? Alter Schwede, lass mir auch einen Kill, bitte. Ernsthaft? Ich krieg gar keine Kills. Oh Mann. Jetzt geht's wieder los, Leute. Jetzt geht's wieder los. Und ich kann euch gleich sagen, gleich werde ich richtig rumschreien. Aber so richtig rumschreien. Gib mir einen Kill. Schade. Verbündete Drohne nähert sich. Alter, ich krieg gar keine Kills. Ich hab 0 zu 3. Ich krieg einfach keinen Kill ab gerade. Ich hasse diese Waffe eigentlich übrigens. Eigentlich. Alle sagen aber, die ist so gut, aber ich weiß nicht was... Die macht viel Schaden, aber schießt wie eine Schildkröte. Ich mach mir jetzt nichts draus, ich bin... Oh mein Gott! Da will ich jetzt richtig rumstellen, das tut gut, Alter. Was? Ich hab 1 zu 5, ich liebe gleich einfach, ist mir scheißegal! Ich bin zu langsam! Was zum Teufel? Oh mein Gott, ich sollte nicht so laut sein, meine Nachbarn denken, ich bin behindert. Alter Schwede, ich bin zu laut. Definitiv zu laut, Leute. Definitiv zu laut. Ernsthaft, ich will eigentlich gar nicht rumschreien. Aber manchmal wird man dazu gezwungen. Ich habe immer noch eine 10-Empfindlichkeit. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht treffe. Es ist ein bisschen hart, mit 10-Empfindlichkeiten zu spielen. Natürlich ist es für manche sogar Standard, ne? Auf so einer 10-Empfindlichkeit zu spielen. Dann sage ich mir immer, ja, das wird gut. Hä, wo ist er? Also wenn ich... Oh mein Gott. Das kann ja manchmal nicht sein. Ernsthaft nicht. Alle sagen, diese Waffe ist die beste Waffe ever. Nase juckt schon wieder. Lass mich doch... Oh Gott, ich mach keinen Spaß. Ich bin negativ, wie peinlich. Aber ist mir scheißegal. Ich weiß, dass ich besser bin als diese Missgeboten. Ich spiele nur mit Absicht schlecht. Ich spiele nur mit Absicht schlecht. Von Danny Burnage. 2014. Ach, das ist ein Gegner. Guck mal, diese 10er-Fähigkeit, die macht mich fertig, Alter. Dabei will ich ja nicht mal Ausreden suchen oder sowas. Dinger kommen alle hier lang, alle. Oh mein Gott. Drohne steht bereit. Ja, der ist da. Ja, ich denke, ich werde die 10er-Fähigkeit ausschalten müssen. Habe ich immer noch vom Snipen. Falls sich jemand daran erinnern kann. Ich krieg's einfach nicht hin zu zielen. Das fällt mir extrem schwer. Ich brauche zu lange, um Gegner zu treffen, die weit entfernt sind. Was macht der da? Er nimmt Drogen. Er nimmt hier im Game Drogen. Und wir gewinnen sogar, obwohl ich so scheiße spiele. Wie peinlich, Alter. Da müssen die Gegner hier richtig schlecht sein. Gut gemacht, Teammate. Du bist wenigstens so etwas gut. Drohne nähert sich. Ja, ich krieg keine Kills ab. Sehen wir die Scorpion Evo, verdammt hinter mir. Nein! What the fuck? Alter Schwede, immer wenn ich rumschreie vor allem, ist meine Datei auch wesentlich laut. Ich versuche mal gleich auf einer niedrigeren Empfindlichkeit zu spielen, Leute. Ich schalte sie gleich mal um. Das geht im Moment nicht, weil ich im Spiel bin. Aber ich denke, ich werde meine Empfindlichkeit. Ich benutze die höchste Empfindlichkeit. Wo ist er? Da ist er doch. Teammate, wieso siehst du ihn nicht? Hab ihn auf der Karte gesehen. Jeder hat darauf geachtet oder nicht? Jeder. Wow. Ah, Nase juckt so. Zum Glück gewinnen wir wenigstens. Ich mache mir nichts mehr aus diesem Spiel. Ich war schon am Anfang zu sauer, um... Ja, ich kann nicht zielen, Alter. Scheiße Empfindlichkeit, Motherfucker, Alter. Und, ja.
Ich weiß nicht, zählt das so ausredet, wenn ich sage, die Empfindlichkeit ist schuld. Achtung. Weil ich auf der höchsten spiele und das normalerweise nie tue. Müssen wir mal sagen, ob das ausrede zählt. Würde mich mal interessieren. Es juckt alles so. Ich hasse es im Sommer, juckt mich. Vielleicht habe ich eine Sommerallergie oder sowas. Oh, meine Haare sind auch so scheiße, Alter. Unglaublich, ey. Unglaublich. Guck mal, der snipet sogar auch. Oh mein Gott, er ist sogar der Erste. Die Sniper regieren ganz Black Ops 2, ernsthaft. Wie peinlich, ey. Die Sniper regieren. Tja, gut. Das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Daumen nach oben Button zu klicken. Vielen Dank dafür. Ich weiß, ich schätze meine Freunde. Und abonniere jetzt meinen Kanal, um der Böhnischen Nation beizutreten. Und wir sehen dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.